Ich werde die Zeit nutzen und mich an der Unfallstelle mal umsehen. Ich will mir selbst ein Bild machen von dem, was passiert ist. Es war ein Steinschlag. Ja, der aber vielleicht gezielt ausgelöst wurde. Du wolltest mich kaufen, wie eine Matratze. Das ist sowas von fies. Aber Poppy! Genau wie die Madame Pompadouse. Ja, Poppy. Es hat sich ausgepoppt. Poppy, Himmel! Dass sie gar nicht so viel sind. Und dass sie zusammen mit Sebastian so viel verscharrt haben. Wollen Sie wirklich, dass er erfährt, dass Sie sich nur als Sophie Stahl ausgeben, um sich deren Erbe unter den Nagel zu reißen? Lassen Sie die Finger von ihm. Sind die Bilder vom Forstamt schon gekommen? Du sollst dich doch nicht anstrengen. Ruh dich lieber aus. Wir können morgen reden, ja? Du hast Sophie umgebracht und verscharrt. Du Mörderin. First ray in the morning, to the last kiss in the night. Just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Das darfst du nicht glauben. Niklas, ich bin keine Mörderin. Okay, ich bin nicht deine Schwester, aber es... Bevor Sophie gestorben ist, es war ihr letzter... ich sollte in ihre Haut schlüpfen, damit ich an das Geld für Sebastians Therapie... Niklas, hörst du mich? Es tut mir alles so leid. Dann rufen Sie noch mal in der Forstverwaltung an. Das kann doch nicht so lange dauern. Das habe ich ja schon. Wir wollen die Fotos heute schicken. Was machen Sie da die ganze Zeit? Ich guck gerade noch mal in den E-Mail-Eingang. Ah ja. Jetzt sind die Fotos da. So, da haben wir nichts. Die Schlucht. Hier die Schlucht. Ihr Sohn? Und die Verlobte? Ja, weiter? Das war's. Das sind alle Fotos? Ja. Lassen Sie mich mal. Das muss einen Komplizen gegeben haben. Irgendjemand muss im Auftrag von Patricia diesen Steinschlag ausgelöst haben. Vielen Dank fürs Trösten, Herr Doktor. Ich versuche jetzt ein bisschen zu schlafen. Ich kenne allerdings noch ein Rezept gegen Liebeskummer. Aha. Ja, das hat schon im Mittelalter funktioniert. Und hilft es auch im jüngeren Alter? Ja, das hilft praktisch in jedem Alter. Und zwar? Man kann Gleiches mit Gleichem heilen. Wie soll man denn jetzt Liebeskummer mit Liebeskummer wegbekommen? So habe ich das nicht gemeint. Sondern? Hätten Sie Lust auf einen Spaziergang? Ist doch schon dunkel draußen. Ja, wir könnten Sterne zählen. Da
Damit werden wir ja nie fertig. Ja, genau. Und wenn man sieht, wie groß diese Welt ist, dann werden die Probleme, die einem so Kummer bereiten, plötzlich ganz klein. Bis man sie vergisst. Ich will Werner aber nicht vergessen. Sie sind wirklich ein ganz Lieber. Sie sehen toll aus und tanzen können sie auch. Aber Sie sind in Werner Saalfeld verliebt. Ja. Dann wünsche ich Ihnen, dass Ihre grauen Gewitterwolken möglichst schnell verschwinden. Danke. Was suchst du denn da verdammt nochmal? Ich muss irgendwo noch ein Foto von mir und Sophie haben. Ich brauche einen Beweis, dass wir befreundet waren. Hör auf! Hättest du Patricia mal gestoppt, bevor sie alles ausplappert? Vielleicht hilfst du mir beim Suchen? Vergiss es! Wir gehen morgen zur Bank, holen die gesamte Kohle und verschwinden! Gott, das ist das Dümmste, was wir tun können! Es ist unsere einzige Möglichkeit. Sobald Niklas wieder zur Besinnung kommt, hetzt er uns die verdammte Polizei auf den Hals! Ich rede mit ihm und dann gehe ich selber zur Polizei. Du willst dich stellen? Ja, und das solltest du auch tun. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Leben lang auf der Flucht. Ja, super. Du kommst ja noch mit ein paar Jahren Gefängnis davon. Was ist mit mir? Hä? Ohne die Kohle ist meine verdammte Therapie am Ende. Aber ist dir ja egal. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ach, mit den 3 Millionen können wir locker untertauchen. In ein paar Jahren kriegt kein Hahn mehr danach. Der Betrug ist das geringere Übel. Niklas denkt, dass ich Sophie ermordet habe. Dann würde ich wegen Mordes gesucht. Und wenn ich jetzt flüchte, dann ist es wie ein Geständnis. Dann kann ich mich ja gleich begraben. Vielleicht bezahlt Friedrich die Therapie ja trotzdem weiter. Wieso sollte er so blöd sein? Weil es der letzte Wille seiner geliebten Tochter Sophie war, deine Therapie aus dem Fonds zu bezahlen. Wird er niemals tun. Was hast du vor? Sebastian! Ist dein Versöhnungsversuch etwa fehlgeschlagen? So kann man das nicht sagen. Genau genommen war es. Dieser Schnösel von Dr. Niederbühl ist mir gehörig in die Parade gefahren. Wieso das? Er ist wohl selbst auf der Suche und meint, jedem hübschen Mädel den Hof machen zu müssen. Deinem unwiderstehlichen Charme hat er doch nichts entgegenzusetzen. Er ist eben ein paar Jahre jünger als ich. Aber das kann doch nicht der einzige Grund für deine Poppy gewesen sein, dich mit den Rosen stehen zu lassen. Sobald ich mich erinnere, bist du auch mal auf ihn reingefallen. Er ist attraktiv, tanzt ganz hervorragend, spielt Klavier, hat Humor, ist sensibel, ein toller Mann. Ich dachte, du bist noch nie so bedingungslos geliebt worden. Das waren deine Worte. Da kann man sich eben täuschen. Ach, Werner. Bist du eigentlich immer noch eifersüchtig oder nur schadenfroh? Weder noch. Ich hätte dir dein Glück wirklich gegönnt.
du oder ich. Es tut mir leid. Bisschen Luft in die Vene. Die Sache ist erledigt. Was machst du denn hier? Ich dachte, wir könnten über alles reden. Eine Lösung finden. Weißt du, was ich gerade geträumt habe? Irgendwie. Sophie und Patricia waren hier und haben mir so eine unsinnige Geschichte erzählt. Sophie wäre gar nicht meine Schwester. Sophie wäre eigentlich tot. Ist doch Unsinn, oder? Wenn man ein Fieber hat, dann fantasiert man sich die unmöglichsten Geschichten zusammen. Was wolltest du besprechen? Ist nicht so wichtig. Komm erst mal auf die Beine. Werde ich vor ein paar Tage brauchen. Gute Besserung. Buenos dias. Buenos dias. Perdóname, my Spanish is not so good. Do you speak English? Erkennst du mich nicht mehr? Wolf? Der Wenzelwolf, oder? Sag mal, habe ich mich so verändert? Ja, also scheint er wirklich gut zu tun, der Ruhestand. Das ist deine Ahnung, du. Nein, Ibiza, da tobt das Leben. Ja, und was führt dich dann ins verschlafene Bayern? Na, Werner hat mich angerufen, ich soll kurzfristig für den Chefkoch einspringen. Ah. Der liegt im Krankenhaus. Mhm. Und die Hildegard hat Urlaub. Mhm. Ihr seid immer noch froh und glücklich zusammen. Ja. Und inzwischen sind wir sogar stolze Großeltern. Wie die Zeit vergeht. Ich sehe noch die kleine Marie, wie sie hier als kleines Mädel herumfegt. Und dem Robert? Wie geht's dem? Ist der nicht mehr hier? Nein, der ist jetzt in Verona, hat sein eigenes Restaurant und auch schon den ersten Stern. Ja, den kann er mir verdanken. Immerhin habe ich ihm höchstpersönlich das Kartoffelschälen beigebracht. Ah, Herr Stein, das ist der Wolf Wenzel, unser alter und wie ich gerade gehört habe, auch neuer Küchenchef, Friedrich Stahl, der Hauptanteilseigner des Fürstenhofs. Guten Tag. Meine Verehrung. Sie sind schon da. Schön, dass Sie es so schnell einrichten konnten. Sie sind also der Kerl, der sich Charlotte unter den Nagel gerissen hat. Respekt. Ganz meinerseits. Guten Morgen. Meinst du, ich kann die auch in die Arbeit anziehen? Oder was? Sind die zu schick? Die Ohrringe. Obwohl, nee, du hast recht, die sind mir was für abends. Aber sind die nicht wunderschön? Die hat mir Jonas gestern geschenkt. Dein Jonas? Mhm. Lass mal sehen. Du wolltest mich kaufen, wie eine Matratze. Das ist sowas von fies. Aber Poppy! Genau wie die Madame Pompeduse. Poppy. Es hat sich ausgepoppt. Poppy, Himmel! Poppy! Findest du, die stehen mir nicht? Doch, die sehen fantastisch aus. Jonas hat gesagt, dass es echtes Weißgold ist.
Das glaube ich auch. Aber wenn er mir sowas Wertvolles schenkt, dann muss er mich doch wirklich lieben, oder? Ja, ganz bestimmt. Jetzt zieren Sie sich nicht so. Also neugierig sind Sie ja wohl gar nicht, hm? Interessiert. Ich bin am Leben meiner Mitmenschen interessiert. Also, der Flurfunk berichtet von einem ausgiebigen Tänzchen im blauen Salon. Ach, da wissen Sie doch eh schon alles, hm? Gab's Ausschweifungen? Ja, möglicherweise. Na, also, ich hab's doch gewusst. Aber nicht mit mir. Doktorchen, jetzt lassen Sie sich nicht alles aus der Nase ziehen. Ich erfahre es doch sowieso. Poppy und ich, wir haben getanzt. Und dabei hat sie mir ständig von Herrn Saalfeld vorgeschwärmt. Hm? Ein Halbgott in Weiß mit Wallemähne scheitert an einem Frühstücksdirektor, der sein Vater sein könnte? Was hat der alte Kerl, was Sie nicht haben? Das sollten Sie vielleicht Ihre Schwester fragen. Doktorchen, jetzt bleiben Sie dran. Zeigen Sie ein bisschen mehr. Ich mache mich doch nicht zum Affen. Die beiden scheinen sich gesucht und gefunden zu haben. Hm? Warum sollte ich mich da dazwischen drängen? Ja, lach du nur über deinen verrückten Vater. Ich fühle mich ja selbst schon wie ein liebeskranker Teenager. Werner! Du, lass uns später noch mal reden, ja? Grüß Laura und die Kinder. Wiederhören. Ciao, ciao. Ich muss mit dir reden. Geht es um den Abend gestern, den du mit Dr. Niedermühl verbracht hast? Nein. Du musst mir jetzt vormachen, ich habe euch gesehen. Aber darüber will ich gar nicht reden. Ich glaube schon, dass wir das klären sollten. Ja. Also doch? Nein. Ich wollte dir sagen, dass ich dich gerade ganz schlimm vermisse. Geht's dir nicht auch so? Ja. Sicher, natürlich. Dann sollten wir doch lieber aufhören, uns zu vermissen, oder? Ja, bitte. Das mit den Ohrringen war echt blöd. Aber ich verzeih dir. Ach, du, mir? Ja, weil du sie doch Jonas geschenkt hast. Warum sollte ich Jonas Ohrringe schenken? Damit er sie Tina schenkt. Dem Zimmermädchen? Ja. Ich bin so froh, dass wir wieder zusammen sind. Ja, ich auch. Aber das mit den Ohrringen, das muss ich noch klären. Wieso? Weißt du davon nichts? Nein. Also den Knoblauch bis er goldbraun ist, ja? Ja, wird gemacht. Super. Als Dessert machen wir die Cranberry Mousse, Vanille-Iglu. Ja, mach ich schon. Und ihr beiden kümmert euch ums Menü, ja? Ja, klar. Okay, auf geht's. Stark. Um 11 Uhr steht der erste Gang. Finde ich sehr gut. Schönen guten Morgen allerseits. Du musst der Jonas sein. Gute Arbeit gemacht, habe ich gehört. Also, ich übernehme ab jetzt hier das Kommando. Bitte? Du kannst wieder durchatmen, Kollege. Ich habe die Kontrolle. Ja? Ich verstehe nicht ganz, wer sind Sie denn eigentlich? Wolf Wenzel, über 10 Jahre, Chef der Cuisine hier am Fürstenhof. Und ich kann jetzt einpacken, oder was? Du kannst anpacken. Und von so einem alten Wolf wie mir kannst du noch eine Menge lernen. So, holt mir bitte den Seeteufel und die Flusskrebse aus der Kühlung. Ich kümmere mich um den Fond. Das tust du bitte nicht. Das ist glatter Diebstahl. Geschenkt ist geschenkt. Ich hab sie ihm nicht geschenkt. Und woher wusste er dann, dass sie in der Hecke liegen? Er hat mich beim Suchen gesehen und irgendwann waren sie mir egal. Und hast du ihm das so gesagt? Kann schon sein, ich war wütend. Na, dann bist du selber schuld. Die Ohrringe waren teuer. Ich zahl sie dir. Kommt nicht in Frage, ich knöpfe dem Kerl wieder ab. Weißt du, was du Tina damit antust? Du bist einfach zu gut für diese Welt. Versprich mir, dass sie sie behalten darf. Thank you.
Hey. Wo warst du? Er hat alles vergessen. Er hat alles vergessen. Alles, was ihr besprochen habt. Er denkt, es ist ein Traum gewesen. Du warst bei Niklas? Völlig durch den Wind. Es kann alles so weiterlaufen wie bisher. Weiterlaufen? Er hat keinen blassen Schimmer, dass es die Wahrheit war. Weißt du eigentlich, wie scheußlich das ist, was wir tun? Friedrich denkt, ich bin seine Tochter. Niklas denkt, ich bin seine Schwester. Und in Wahrheit ist Sophie schon längst tot. Aber das ist uns doch permanent bewusst. Weißt du, wie erleichternd das gestern war, als plötzlich die Wahrheit im Raum stand? Ich will nicht mehr lügen. Ich weiß, was du für mich tust. Und ich bin dir auch ewig dafür dankbar. Aber ist es nicht auch ein Wink des Schicksals, ein Wundernzeichen, dass es richtig ist, was wir tun? Was? Warum warst du eigentlich bei Niklas? Ich wollte ihm alles erzählen. Vor allem dich aus der Schusslinie nehmen, dass du keine Mörderin bist und dass du am wenigsten Schuld trägst. Und wenn es einen Schuldigen gibt, dass es am ehesten meine Krankheit ist. Das ist die Wahrheit. Irgendwann wird er alles erfahren, aber solange ich meine Medikamente brauche, bitte, du musst durchhalten. Sagt dem Skipper, er soll das Hauptsegel reparieren lassen. Ja, ich habe da noch einen Zweimaster im Blick. Ja. Hey, da ist er ja, der alte Haudegen. Nein, nicht du, ich ruf dich gleich zurück. Wolf! Oh. Hab schon gehört, dass du da bist. Ja, und schon im Dienst. Ja. Ganz der Alte. Ach, das will ich überhört haben. Ich fühle mich so jung wie noch nie. Ja, mir geht's genauso. Darf ich vorstellen, Bobby Schweizer, meine Freundin. Enchanté, Madame. Hi. Ja, so kann man es auch sagen. Wolf ist ein Spitzenkoch. Er war hier am Fürsthof jahrelang Küchenchef und springt jetzt für Niklas Stahlein. Ich hoffe, du hast nichts verlernt. Und ich habe immer noch ein Gespür für die schönen Dinge des Lebens. Tja, was hältst du davon, wenn wir uns nachher zusammensetzen zu einem kleinen Begrüßungstrunk? Ja, Charlotte und ihr Neuer haben mich auch schon vorgeladen. Kommt doch einfach dazu. Ach, in einer kleinen Runde wäre es mir eigentlich lieber. Wir haben noch genug Abende für ausführliche Männergespräche. Wozu die junge Frau natürlich herzlichst eingeladen ist. Ja, wenn ich nicht störe. Ach, Bobby, du störst doch nie. So eine junge, schöne Frau würde ich auch keinen Augenblick missen wollen. Er ist wirklich sehr zu beneiden. Ich aber auch. Sehr. Ja, dann seien Sie bitte weiterhin vorsichtig und fangen Sie so bald wie möglich mit der Physiotherapie an. Gut. Ach, das heißt, ich kann dann nach Hause? Ja, Ihre Unterkühlung haben Sie anscheinend ganz gut überwunden. Oh Gott. Bis auf Ihren Husten. Ja. Wie geht's, Niklas? Ja, bei ihm wird es noch ein paar Tage dauern. Mit einer Blutvergiftung ist nicht zu spaßen. Und sein Kreislauf macht ihm vor allem noch Schwierigkeiten. Was ist denn im Moment das Beste, was ich für ihn tun kann? Er braucht jetzt Ruhe. Das ist das Beste für seine Genesung. Ich war mit ihm in der Hölle. Wir haben das gemeinsam durchgestanden. Da werde ich ihn jetzt nicht allein lassen. Immerhin werden wir heiraten. Das haben wir uns in der Flucht versprochen. Wir müssen uns sofort unterhalten. Ich wüsste nicht, dass wir einen Termin vereinbart hätten. Mir hat man auch nichts gesagt. Was meinen Sie? Ich schmeiß die ganze Zeit den Laden alleine und es läuft prächtig.
Da kommt plötzlich irgendein aufgemotzter Opa rein und will mir zeigen, wie ich ein Hühnchen zu tranchieren habe. Erstens, können Sie vom Glück reden, dass Sie eine Koryphäe wie Wolf Wenzel assistieren dürfen? Er will mich zum Küchendepp machen. Und zweitens, haben wir noch ein ganz anderes Thema zu bereden. Offenbar hat Sie nicht nur die Frechheit, die Ohrringe an sich zu nehmen. Sie haben gesagt, Sie brauchen sie nicht mehr. Sie haben sie auch einfach weiter verschenkt. Ich habe die Ohrringe gefunden. Sie gehören mir. Punkt. Ach ja? Wollen wir das auf eine juristische Klärung ankommen lassen? Ich kann ja verstehen, dass Sie den Schmuck Ihrer Freundin nicht einfach wieder von den Ohren zupfen können. Deshalb ein Vorschlag zur Güte. Ich ziehe Ihnen den Preis in Raten vom Lohn ab. Was? Da zahle ich doch ewig. Die sind doch richtig teuer. Ja, eben. Oh, wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden. Da ist aber noch das Thema mit dem Ersatzkoch. Ja, herzlichen Dank, dass Sie eingesprungen sind. Ja, aber... Ja, wiedersehen. Ja, Dr. Niederbühl, was gibt's? Wo bleiben Sie? Wir wollten doch zusammen zum Notar fahren. Oh, ja, natürlich. Die Testamentseröffnung. Ja, ich mache mich auf den Weg, Dr. Niederbühl. Werner ist so ein Schatz. Ein Juwel. Er hat es mir überhaupt nicht übel genommen, dass ich die Ohrringe einfach so in die Hecke gefeuert habe. Und dann hat er mich seinem Freund vorgestellt. Wem? Dem ehemaligen Koch vom Fürstenhof. Wahrscheinlich schon seit 20 Jahren im Ruhestand. Nein, der kocht immer noch. Jedenfalls soll ich heute Abend dabei sein, wenn Sie ihn begrüßen. Zusammen mit Frau Saalfeld, Herrn Stahl und Werner. Ja, und was ist jetzt daran so aufregend? Ja, das heißt doch, dass Werner jetzt offiziell zu mir steht. Also an deiner Stelle wäre ich sehr vorsichtig. Wieso? Was ist denn daran jetzt so gefährlich? Naja, Herr Stahl wird sicherlich versuchen, dich vorzuführen, damit dein lieber Werner blöd dasteht. Meinetwegen kann er mich ruhig vorführen. Werner ist ja stolz auf mich. Poppy, sie werden hochtrabende Gespräche führen, bei denen du sicherlich nicht so ganz mitkommen wirst. Meinst du, ich bin zu dumm für die Gesellschaft? Spatz, ich glaube einfach, deine Qualitäten, die liegen woanders. Moment, noch zurück. So viel Zeit muss sein. Raus damit! Das duftet ja ganz hervorragend. Was haben Sie denn gedacht? Haben Sie einen Moment, ich habe Ihren Vertrag dabei. Das mache ich mir nachher mit Werner aus. Wir werden uns schon einig. Ich habe ihn auch gleich zu unserem Umtrunk eingeladen. Samt der jungen Dame, die er da im Schlepptau hatte. Das muss man ihm schon lassen, dass er sich in seinem Alter noch so eine junge Lady anlacht. Diese junge Lady ist eine billige Striptease-Tänzerin aus reichlich zweifelhaften Kreisen. Und um sie etwas gesellschaftsfähiger zu machen, hat sie sich offiziell als Fitnesskraft eingestellt. Der alte Fuchs. Macht die Sache nicht weniger peinlich. So peinlich? Ja. Sie scheinen ihn doch zu mögen. Die Dame hat ein großes Herz für ältere, solvente Herren. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Eigentlich sollte ich auch froh sein. Aber jetzt geht diese ganze Lügerei genauso weiter. Frau Stahl? Alles okay? Was Neues von Ihrem Bruder? Nein, es geht ihm Gott sei Dank gut. Freut mich. Und wieso wirken Sie dann so bedrückt? Eigentlich sollte ich ihr dankbar sein, dass sie ihn gerettet hat. Ah, Patricia Dietrich. Sie ist ihm dadurch noch näher gekommen. Ja, das ist doch schön, wenn der Bruder eine Frau gefunden hat, die mit ihm durch dick und dünn geht. Sie ist ein Miststück. Ich habe Frau Dietrich eigentlich als ganz netten Menschen kennengelernt. Sie hat sich gegenüber unserer Familie schon so einiges geleistet. Ich weiß. Aber wer weiß, vielleicht hat sie sich geändert. Mein Vater zum Beispiel, der war früher der größte Lügner und Betrüger auf der ganzen Welt. Und jetzt ist er Tierschützer.
Peppel kleine Äffchen in Afrika auf. Sie schaffen es mit einem Satz, mir den ganzen Ärger zu vermasseln. Gern geschehen. Sie sind dafür schuld, dass ich seit Tagen nüchtern bin. Wow. Meinst du, ich bestehe vor der versammelten Chefetage? Also Frau Saalfeld wird keine Luft mehr bekommen und die Männer werden in Ohnmacht fallen. Oh nein, das wäre schlecht. Jetzt ganz ehrlich, kann ich das so anziehen? Es ist perfekt, wirklich. Ich wünschte, ich hätte die Figur für sowas. Wenn ich ein Mann wäre, ich wäre lieber mit dir zusammen und nicht mit mir. Außerdem, auf das Aussehen allein kann ich mich auch nicht verlassen. Poppy, du gehst zu einem Umtrunk und nicht zu einer Prüfung. Aber die sind alle, wer weiß, wie gebildet. Und ich? Jetzt mach dich doch nicht selber so klein. Am besten, ich halt einfach den Mund und lächel nett. Das kann ich. Du musst doch nur ein bisschen Smalltalk betreiben. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass die sich am liebsten selber reden hören. Oder ich gebe gar nicht erst hin. Weil mich jede Sekunde in dem Studio ein Vermögen kostet. Also bitte, seien Sie pünktlich, denn ohne Pianisten kann ich mich auch nicht einsingen. Danke. So. Ah, Frau Schweitzer. Oh, was ist das denn? Habe ich über eine Kleinanzeige bekommen. So gut wie geschenkt. Absolut komplett und rostfrei. Aha. Und jetzt wollen Sie als Don Quixote durch Bichelheim reiten? Nein, aber das ist doch schön, oder? Ich meine, fürs Wohnzimmer oder so. Ja, da bin ich jetzt gespannt, was Ihre Frau dazu sagt, wenn sie aus London zurückkommt. Das ist einmal was Besonderes, hä? Finden Sie nicht auch? Ja, mei, also mich erinnert das ja eher an Mord und Totschlag. Oder an Laienspielgruppen, die unter freiem Himmel bei schlechtem Wetter schlechte Stücke spielen. Also mich hat das als kleiner Bub schon immer fasziniert. Ja, man kann sich das ja gar nicht so vorstellen, wie sich der Ritter Kunibert in diesem Eisenzeug da so gefühlt hat. Wie ein Hering in der Konservendose? Frau Schweitzer, würden Sie mir vielleicht helfen, einmal in das Ding reinzukommen? Du musst dann auch wieder los. Falls du irgendwas brauchst. Klar. Ich hab mir wirklich große Sorgen gemacht, Niklas. Ach, ist doch noch mal gut gegangen. Dank Patricia. Viele Grüße auch von Charlotte. Danke. Also. Oh, hallo. Ah, da kommt ja auch die Wachablösung. Schön, dass du deinen Bruder besuchst. Ich bin dann weg. Hi. Ich hab dir eine kleine Stärkung mitgebracht und ein Kräutersträußchen, damit du was anderes riechst außer diesen Desinfektionsmitteln hier. Ich gewöhne mich langsam dran. Hast du was mit deinen Fingern? Ach, die sind taub und schwach immer wieder. Irgendwie. Wegen der Unterkühlung? Weiß ich nicht. Sebastian war übrigens hier. Hast du eine Ahnung, was er wollte? Dich besuchen. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt von ihm erwartet. Naja, er macht sich eben auch Sorgen. Hast du von Patricia was gehört? Nein. Die hat bestimmt niemanden, der sich um sie kümmert. Entschuldige. Stahl? Jonas, hi. Ja, das wird schon wieder.
Ja, mein Vater hat mir davon erzählt. Was? Entschuldige, ich war abgelenkt, ja? Du, immerhin kennt er den Laden. Ja, Jonas, ich weiß, dass du gute Arbeit machst, aber überschätz dich nicht. Ja, du hast schon eine Menge mehr. Alfonso, der wilde Wüstling vom Fürstenhofe. Aha! Wo haben wir denn einen Spiegel? Haben Sie vielleicht einen Spiegel dabei? Ja, aber ich fürchte, der ist ein bisschen klein für so einen Recken. Bist du zurück? Das macht schon was her, oder? Ja. Jetzt noch ein Schwert und dann wären Sie ein Drachentöter, wie er im Buche steht. Schaut, dass mich die Hildegard so jetzt nicht sehen kann. Naja, die ist ja in ein paar Tagen wieder da und dann wird sie mächtig stolz auf Sie sein. Oh Gott. Aber lang hält man es da herin nicht aus. Mein lieber Mann, da kriegt man ja kaum Luft. Ich muss sofort los. Wie die da auch noch kämpfen konnten, keine Ahnung. Es tut mir leid, aber ich muss sofort ins Studio. Was? Sie kommen da alleine raus. Nein, ich sage dem Jonas Bescheid, der wird Ihnen helfen. Bis dann. Na, Frau Schweizer, jetzt bleibst du doch da, Frau. Frau Schweizer? Ja, aber Sie können mich doch hier jetzt nicht so stehen lassen in diesem Eisensarg. Erinnerst du dich noch an die Frau des Botschafters, die einen Mann auf strengste Diät gesetzt hat? Das war ein Wesen. Ich werde nie vergessen, wie sie ihn bei dir in der Küche erwischt hat, für so einen Burgundertraten. Ja, was hätte ich denn tun sollen? Essen war die einzige Freude, die ihm noch geblieben ist. Als Hotelgäste haben sie damit verkraut. Nach der Scheidung war er noch jahrelang unser Stammgast. Ich rufe Simon dann später an und erzähle ihm von der Testamentseröffnung. Ja, sie stehen ihm näher. Naja, ich meine, Sie als Witwer. Ja Gott, was haben wir nicht alles für Verrücktheiten mit André erlebt? Ja, so schnell werden wir André alle nicht vergessen. Ich denke, Sie werden erwartet. Ah ja. Ach, schönen Tag noch. Ihnen auch. Es hat damals einige Damen gegeben, die sich das Dessert von mir ganz persönlich ans Bett geliefert haben wollten. Man darf ihn nicht so ernst nehmen, unseren großen Gigolo. Wo hast du denn deine Begleitung gelassen? Ich dachte, sie wäre eigentlich schon hier. Vielleicht hat sie ja noch ein anderes Rendezvous. Nein, sie hat sich nur besonders schön gemacht. Oh, bin ich zu spät? Nein, keineswegs. Hallo, Frau Seifert. Oh, oh, oh. Entschuldigung. Oh, hast du dir wehgetan, Poppy? Nein, das ist mir jetzt wirklich peinlich. Na, komm, komm, setz dich. Auch gehen will gelernt sein. Nein, nein, ich bin vorhin auch gestolpert an dem Boden. Da muss dringend was gemacht werden. Ich habe gerade eine Schwester getroffen, die mich noch von früher kennt, als ich im Koma lag. Die meinte gleich, ob es mir hier zu gut gefällt. Dir geht's aber schon wieder besser, oder? Ja, die Physiotherapeutin sagt, dass ich jetzt schon wieder ganz gut auftreten kann. Zieht zwar noch ein bisschen, naja, und die Erkältung. Aber nach allem, was wir so durchgemacht haben. Ja, du bist ziemlich hart im Nehmen. Du aber auch. Ich weiß nicht, vielleicht muss man manche Prüfungen durchstehen, um zu spüren, was wirklich wichtig ist. Patricia. Ja? Ich werde das nie vergessen, was du für mich getan hast. Es gibt zwar ein paar Konzerte auf Ibiza, aber für ein Opernhaus fehlt leider die Klientel.
Mir würde da was ganz Entscheidendes fehlen. Ah, seit wann sind Sie denn Operngänger? Ich gehe sehr viel in die Oper. Ich war gerade erst in Death in Venice von, Benjamin Britten. Haben Sie noch Karten bekommen? Wem warst du dort? Ein Geschäftspartner hatte mich eingeladen. Das hört sich ja an, als hätte man das Endspiel der Fußball-WM versäumt. Wolf, das ist durchaus vergleichbar. Ja, eine durchaus bahnbrechende Inszenierung, diese Entlarvung und Selbstentlarvung des Komponisten. Mit diesen eminent schlüssigen Chortableaus. Ja, eine ungeheuer große Anzahl von musikalischen Ereignissen. Von unerbitterlicher Härte bis hin zu fachhochdicker Süßlichkeit. Da hat unser Maschinenfabrikant aber fleißig das Feuilleton studiert. Du standest das wortwörtlich in der Zeitung. Ich habe gehört, Sie haben auch das Herz für die Oper entdeckt? Ja, für Don Giovanni. Da war ich letztens mit Werner drin. Und das war auch sehr eminent. Ach ja. Also am Anfang jedenfalls. Und dann wurde es noch eminenter. Ja, das war ja sehr aufschlussreich. Ich gebe mein Geld auch lieber für einen Tribünenplatz in der Südkurve aus. Ich hatte mal ein Jahresabo, aber in Hamburg. Ja, wenn da die Stimmung so richtig aufkommt, dann kann jeder Opernchor einpacken. Aber hallo! Ole, 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 ole! Darf ich nicht so laut sein? Gott sei Dank, Herr Heinemann. Herr Heinemann, ich bin's. Ja? Ja, ich. Bitte, Sie müssen mir helfen. Ja, da gibt's jetzt wirklich nichts zum Grinsen. Heinemann, bitte helfen Sie mir da raus. Da kann man kaum atmen. Da müssen rechts und links so Schnallen sein, aber ich komm nicht hin. Danke. Ich komm da nicht hin. Ja, das muss schon gehen. Die Frau Schweizer hat's zugemacht, dann muss er auch wieder aufgehen. Das haben wir gleich. Was? Nein, nichts abschneiden, das ist alles original. Hol ich am besten einen Schweißbrenner. Sind Sie wahnsinnig? Gut. Oder einen Dosenöffner? Ja, sehr witzig, Herr Heinemann. Bitte, ich halte es höchstens noch 5 Minuten aus, da herin. Sie haben doch so geschickte Hände. Also was Sie schon alles aufgebracht haben, da werden Sie doch auch diese Rüstung aufbringen. Hättest du dich nicht zusammenreißen können? Was regst du dich so auf? Es ist doch nichts passiert. Wir wären beinahe aufgeflogen. Ja, sind wir aber nicht. Ja, werden wir aber, wenn du weiter so ausflippst. Oh. Wenn Julia sich deinem Niklas nur nähert. Warum lässt du sie nicht einfach links liegen? Weil sie sich immer wieder zwischen uns drängt. Es gibt aber nichts zu befürchten. Sie muss bis an ihr Lebensende das liebe kleine Schwesterlein spielen. Sonst kommt sie in den Knast. Trotzdem hängt sie an ihm dran wie eine Klette. Und hetzt ihn gegen mich auf. Er müsste dir doch gerade zu Füßen liegen. Du hast ihm das Leben gerettet. Das hat er offenbar schon wieder vergessen. Es ist ganz komisch. In so einer Situation, ja. Also, wenn es um Leben oder Tod geht. Man fühlt sich so verbunden. Und man kämpft für den anderen, als ging es ums eigene Leben. Ihm ging es genauso. Und deshalb dieser Heiratsantrag. Er meinte das wirklich ernst. Weißt du, wie sich das für mich anhört? Als hättest du dich in ihn verknallt.
haben wir prima hingekriegt, oder? Ich bin Ihnen so dankbar, Herr Wenzel. Wenn die mich noch länger über die Oper ausgefragt hätten, ich wäre ganz schön ins Schwanken gekommen. Dafür fiel Ihnen nichts mehr ein, als wir uns über die neuesten Cocktailrezepte unterhielten. Das ist ja auch eine Wissenschaft für sich, sagt meine Schwester immer. Ich glaube, wir beide könnten jede Menge Spaß miteinander haben. Haben wir doch schon. Ich meine auch sonst. Ich bin zwar nur ein paar Tage hier, aber auch dann können die Nächte sehr lang und einsam werden. Ach, ein Mann wie Sie lernt doch schnell jemand kennen. Ich würde aber gerne dich näher kennenlernen. Ach so? Was kostet eine Nacht mit dir? Dann Werner, geh lieber ihr nach. Sie braucht dich jetzt. Das wird ja noch spannend. Zwei alte Böcke auf der Pirsch nach Jungwild. Ich tippe auf den Koch. Wir spielen das Liebespaar nur vor. Ich habe das Gefühl, dass deine Frau Dietrich diese Sache sehr ernst nimmt. I'm singing in the rain. I'm singing, good morning. Hat er schon einmal den Verdacht, dass ich nicht seine Schwester bin? Und wenn er sich jetzt alles zusammenreimt, dann... Wenn das so wäre, dann würdest du schon auf irgendeiner Polizeistation sitzen und verhört werden. Und zwar als mutmaßliche Mörderin von Sophie Stahl. Ja, aber warum behandelt er mich dann so seltsam? Irgendwas ist anders, irgendwas ist passiert.